Ja, in den 9 Tagen habe ich dann $2.050 verdient. Uff. Hey Leute, hier ist David aus Australien. Wie geht's euch? Für alle die, die mein Gesicht zum ersten Mal heute sehen, ich bin David, ich lebe in Australien seit vielen, vielen Jahren und auf meinem Kanal seid ihr richtig, wenn ihr über Australien euch informieren wollt, wenn ihr als Backpacker, als Urlauber, als Touristen oder vielleicht als Auswanderer euch für euch Australien interessiert. Auf meinem Kanal findet ihr viele, viele Informationen. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein Video verpassen wollt. Ich erwarte einen Anruf von Lukas. Lukas ist als Backpacker vor einiger Zeit hier nach Australien rübergekommen. Mittlerweile lebt er hier und hat offensichtlich einiges an Erfahrung gesammelt. Und ich dachte mir, ich stelle ihm meine Fragen und eure Fragen, damit er seine Erfahrung mit uns teilen kann. Also, schnell noch einen Kaffee und dann geht es los. Oh, ich glaube, das ist Lukas. Hey Lukas, schön, dass du Zeit hast, dass du Zeit gefunden hast. Wir haben schon seit fast schon ein paar Monaten versucht, das Interview hinzubekommen. Hat zeitlich bisher noch nie so richtig geklappt, obwohl ich auch vor kurzem in Melbourne war. Und Entschuldigung nochmal, dass wir uns doch nicht treffen konnten. Hat zeitlich einfach nicht hingehauen. Ja, kein Problem. Obwohl die Gegend, wo du wohnst, und da kommen wir gleich drauf zu sprechen, fantastisch ist. Ich bin da mal kurz durchgefahren. Und ich glaube, du wohnst jetzt mittlerweile in einer Gegend, wo dieser berühmte Strand ist mit diesen berühmten Strandhäusern. Ne? Wie heißt der Strand? Ja, genau. Das ist Brighton Beach. Das sind die Brighton Boxes. Und die sind diese bunten kleinen Häuschen am Strand. Richtig. Ja. Und das ist so ein bisschen so eine Tourist-Attraction, ne? So eine Tourist-Attraction. Ja, genau. Da gehen eigentlich alle Backpacker immer gerne hin und gucken sich das an. Und, ja. Aber lass mich dich kurz mal vorstellen. Lukas, wir haben uns vor knapp 2 Jahren, ein bisschen mehr über 2 Jahren, vor einem Jahr, wann haben wir uns getroffen in Brisbane? Es müsste so 1,5 Jahre her sein. Ja. Roughly 1,5 Jahre. 1,5 Jahre, da bist du gerade mit einem Kumpel die Ostküste. Genau. Lang gefahren. Lukas, ja. Du bist mittlerweile seit über 2 Jahren hier in Australien. Du lebst jetzt im Prinzip hier. Ne? Du bist gerade so in dem Prozess, hier richtig fest Fuß zu fassen. Aber du bist ganz klassisch hier als Backpacker angekommen. Und vielleicht stellst du dich kurz mal vor, Lukas, wo kommst du denn eigentlich her? Auch wenn viele wahrscheinlich schon an dem Akzent erraten, aus welcher Gegend du ziehst. Ich komme eigentlich aus einer kleinen Stadt, die heißt Prüm. Und die liegt, eine wunderschöne Stadt, und die liegt in der Nähe von Bitburg. Ja, das ist so die Kölner Ecke, Rheinland-Pfalz in Deutschland. Und ja, da komme ich her. Und hast den Akzent mitgebracht. Habe ich den Akzent mitgebracht, genau. Fantastisch. Und wo bist du denn überall jetzt hier in Australien gewesen? Ja, mein erstes Jahr war sehr, sehr interessant, sehr lehrreich. Ich bin erstmal hier angekommen und war sehr überrascht, weil es sehr kalt hier war. Ja. Zu dem Zeitpunkt im September war es unheimlich kalt und ich kam hier an und war 8 Grad oder so und ja, hatte die ersten 3 Tage in mir ein Hotel gebucht, ein kleines Zimmer, da ich so ein bisschen runterkommen konnte, ne, vom Flug, ne, wegen Jetlag und so, und bin dann danach ins Hostel gegangen, hier in Melbourne. Und da habe ich dann auch die ersten Leute kennengelernt, haben ein Auto gemietet für die Zeit und sind dann die Great Ocean Road gefahren, haben da ein bisschen Urlaub gemacht. So, und danach war auch schon der Zeitpunkt gekommen, wo ich mir einen Job suchen musste. Okay, du hast schon einige sehr, sehr, sehr interessante Sachen angesprochen. Was war denn dein Beweggrund, überhaupt nach Australien zu gehen? Was hat dich da gereizt? Was war so die Idee? Ja,
Die Idee war, dass ich erstmal was Neues kennenlernen wollte. Ganz einfach. Ich hatte ein paar Freunde vorher, die schon mal hier waren und nur Gutes gehört soweit. Und von da habe ich gedacht, ja, ich war in Deutschland immer nur am Arbeiten, die ganze Zeit. Was hast du denn von Deutschland aus alles geplant überhaupt? Oder bist du wirklich einfach keine Ahnung, innerhalb von ein paar Tagen hierher Flugticket gebucht und los? Oder hast du schon ein paar Vorbereitungen getroffen? Ich habe von Deutschland nicht viel vorbereitet. Und da kann ich auch nur jedem raten, bereitet nichts vor, das geht nichts schneller kaputt wie gute Pläne. Ja, ich habe das Visum beantragt, das war das allererste, was ich gemacht habe. Das hat, keine Ahnung, eine Minute gedauert. Und danach habe ich quasi sofort einen Flug gebucht und dann ging es einen Monat später auch schon los. Ich glaube, eineinhalb Monate habe ich Vorbereitung gehabt. Und dann bin ich los, habe einen Rucksack gekauft und ein paar Sachen eingepackt. Mir deine Videos angeguckt und dann bin ich los, ja. Mit wie viel Startkapital bist du denn ungefähr? Ich bin hier hingekommen mit $900 Cash in Wow. meiner Tasche und gut, das Hotel hatte ich natürlich vorher schon gebucht und das Hostel habe ich mir das Billigste geholt, was da war und derzeit, da habe ich mir ein Auto mitgemietet und bin die Great Ocean Road gefahren und habe meine ersten 2 Wochen oder 3 Wochen damit bestritten hier und dann habe ich sofort einen Job gefunden und dann ging es direkt los mit Arbeiten. Also, man muss nicht Unsummen ansparen. Mit ein paar hundert Dollar oder Euro kann man es Nee. schon. Ja, wäre natürlich gut, wenn Schaffen. man ein Backup hat in Deutschland, ein Ja. Backup hat in Deutschland. Ja. Und ist auf jeden Fall hilfreich, vor allen Klar. Dingen für Leute, die vielleicht noch nicht so viel Berufserfahrung haben oder Leute, die einen anderen Beruf lernen oder gerade aus der Schule kommen, ist das eine bisschen andere Geschichte, würde ich Ja, sagen. na Da können klar. wir nachher noch ein bisschen genauer Ja. drüber sprechen. Lass uns da mal drüber reden. Also du hast dann in Melbourne relativ schnell nach einem Job gesucht und dann auch einen Job gefunden. Wie hast du denn die Jobsuche angestellt? Erstmal bin ich halt im Hostel gewesen. Gebote kamen zu automatisch. Und das war aber alles nicht so meins. Das war so Farming und das hat mir halt nicht gepasst. Ich wollte halt schon ein bisschen auch vielleicht in meinem Beruf arbeiten. Wie gesagt, ich bin gelernter Schreiner. Und von daher habe ich einfach einen Post in Facebook gemacht, in die Backpacker-Gruppe von Melbourne. Und gesagt, hier, ich bin Schreiner, ich suche Arbeit und das war's grundsätzlich. Und das war so ein Vierzeiler vielleicht, habe ich reingesetzt. Und darauf haben sich sofort 20 Leute gemeldet. Und ich hatte innerhalb von einer Stunde hatte ich 20 Leute, die mich haben wollten. Und dann konnte ich mir den Job so gesehen aussuchen. Mein erster Job war auf einer privaten Farm. Und die hatten halt einen Wohnwagen, so einen riesengroßen Wohnwagen. Und der war uralt und der musste einfach renoviert werden von innen. Und da habe ich gedacht, das habe ich noch nie gemacht, sowas. Das klingt nach einer Herausforderung. Guckst du dir mal an. Und ja, das war das erste Abenteuer. Die Arbeit war nicht in Melbourne. Nee, die war hier. Nee, die war nicht in Melbourne, die war in Castle Maine. Das ist Okay. da in Bendigo, da rüber die Ecke. Ja, das ist ein Ja. bisschen Inland. Ja, das ist im Inland ein bisschen, Ja, genau. Das ist, ja. ich war da auf einer Farm am Arsch der Welt, da war Ja. ewig weit weg und ich musste für eine ganze Woche sofort einkaufen, auch mit denen. Und ich Ja. hatte noch kein Auto zu dem Zeitpunkt und ja, das war in the middle of nowhere, Ja, wie bist du denn pretty da much. hingekommen? Aber ich bin Von mit dem Melbourne Zug aus. dahin gefahren, Ah, okay. von Melbourne mit dem Zug dahin gefahren und die haben mich dann da am Bahnhof abgeholt. Ja. Und du hast dann bei denen gewohnt? Genau, die hatten ein riesiges Farmhaus und nochmal ein kleineres Farmhaus nebendran, was komplett ein komplettes Haus war und das war Ja. komplett für mich. Klasse. Und da hatte ich mein eigenes Haus da und ja, ich musste nur meine, das war halt, ich konnte da for free wohnen, also für umsonst wohnen und ja, konnte meine Arbeit machen und ich hatte halt kein Werkzeug. Hier in Australien ist ein bisschen anders, du musst als Schreiner dein eigenes Werkzeug haben. Das heißt, du bekommst das nicht von der Firma gestellt. Das heißt, du musst Ja. dein eigenes Werkzeug kaufen. Und das ist hier noch ein großer Unterschied, den man auch nicht außer Acht lassen sollte, weil das natürlich ein großer Kostenfaktor ist auch. Ne? Klar, ja.
So, und zu dem Zeitpunkt hatte ich noch kein Werkzeug und die Frau war so gut und hat das ganze Werkzeug einfach, was ich gebraucht habe, hat die einfach eingekauft und hat das natürlich auch nachher behalten. Ja. Das war ja nicht meins und sie hat das alles gekauft und dann konnte ich da arbeiten und ja. Du hast ja in Deutschland als Schreiner gelernt und als Schreiner gearbeitet in Deutschland. Gab es Unterschiede, gibt es Unterschiede, auch jetzt noch natürlich, du arbeitest immer noch als Schreiner, richtig? Kann ich schon mal vorwegnehmen? Genau, ja. Gibt es da, kannst du was zu den Unterschieden sagen? Gibt es Unterschiede oder ist es dann doch relativ gleich oder wie ist da so dein Eindruck? Es gibt da schon Unterschiede auf jeden Fall. Also in Deutschland macht der Schreiner alles, was es quasi ums Hausbauen geht, nur der baut das Haus nicht selber. Der macht die Fenster, der macht die Türen, der macht die Treppe, der macht die Inneneinrichtung. Und der macht pretty much everything. Und der Schreiner hier in Australien ist ein bisschen anders. Hier gibt es dann Carpenter, das sind eher so die Zimmerer. Dann gibt es die Framing-Leute, die machen nur, die bauen nur das Haus, die machen nur die Rahmen dafür. Dann gibt es die Leute für die Fenster, dann gibt es die Leute für die Treppe und. Da hat jedes, ist halt so ein bisschen mehr aufgesplittet, weil wir in Deutschland alles so zusammen haben. Und deswegen. Es sind da schon Unterschiede, aber als deutscher Schreiner hat man auf jeden Fall hier Vorteile, weil man halt alles gelernt hat in Deutschland und deswegen auch alles machen kann. Und deswegen hat man mehr, mehr, wo man sich aussuchen kann, wo man hin will, ne, oder was man machen will. Ja. Also ist es immer noch so und stimmt schon, dass die Ausbildung, die handwerkliche Ausbildung, die deutsche handwerkliche Ausbildung, wenn es ist das ein richtiges Deutsch, schon einen hohen Stellenwert in Australien hat? Ja, zu 100%. Also die deutsche Ausbildung hat hier einen sehr hohen Stellenwert. Und also du kriegst hier als deutscher Schreiner oder als deutscher Handwerker generell sehr, sehr schnell einen Job und wirst auch gut bezahlt dafür. Ja. Weißt du zufällig, wie sich das mit dem Meistertitel verhält, wenn man einen deutschen Meistertitel hat? Hat das was Vergleichbares hier? Das hat so grundsätzlich keinen Einfluss auf australische Verhältnisse, weil es den hier nicht gibt. Hier macht man dann einen Builder und das ist dann wieder was anderes. Ja. Und der baut dann wieder das ganze Haus und das ist hier nicht so angesehen. Aber als Schreinermeister bist du halt generell, solltest du besser sein als ein Geselle. Klar. Und von daher würdest du natürlich mehr Geld verdienen. Du bekommst das Geld, was du halt wert bist hier in Australien. Wenn du ein guter Schreiner bist, bekommst du gutes Geld. Und wenn du halt ein guter Meister bist, dann bekommst du hier theoretisch auch dasselbe Geld wie für einen Gesellen, wenn der Geselle genauso gut ist. Klar, okay, verstehe. Aber wenn du mehr Erfahrung hast, was du theoretisch hättest als Meister, dann könnte man dann vielleicht auch besser bezahlt. In 9 Tagen habe ich dieses ganze Ding renoviert. Ich habe von morgens um 7 Uhr angefangen und sobald es dunkel wurde, habe ich wieder aufgehört. Und in den 9 Tagen habe ich dann $2,050 verdient. Uff. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann wieder flüssig und konnte wieder nach Melbourne zurück. Wie ging es dann weiter? Ich hatte dann ein anderes Jobangebot und zwar bei einem Beekeeper. Und dann dachte ich, okay, mit Bienen, der hatte auf meinen Facebook-Post nochmal, den ich da anfangs reingesetzt hat, hatte der nochmal geschrieben und schrieb da auf Deutsch drunter, willst du denn mal was mit Bienen machen? Das war's. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das klingt interessant, warum nicht? Und dann habe ich dem geschrieben, ich sage hier, ich bin Schreiner und ich würde gerne mal was mit Bienen machen. Und dann, ob wir mal telefonieren könnten. Ja, dann haben wir telefoniert und dann sagte ich, ja, ich bin Schreiner und so. Und sagte, ja, du kannst auch hier als Schreiner arbeiten. Ich habe hier Bienenboxen zu bauen und Deckel und Böden zu machen, Paletten zu reparieren. Natürlich müsste auch mit den Bienen gearbeitet werden. Und dann sagte ich, ja, cool, wann kann ich anfangen? Ja, der sagt, sofort. Und dann bin ich von dem einen Job, haben die mich zum Bahnhof gefahren. Dann bin ich sofort von Melbourne, also zurück nach Melbourne gefahren und dann runter nach Mornington. Und dann hat er mich da abgeholt und dann bin ich da auf der Bienenfarm gewesen. Hast du herausgefunden, warum der Imker dich dann angeschrieben hat, was ihn an dich interessiert hat? Hat er einfach nach einem Deutschen gesucht? Das ist eine gute Frage. Er hat nur Leute gesucht, die, sage ich mal, so über 24 Jahre alt waren. Ja. Er hat meiste Zeit nur nach Deutschen gesucht. Und
weil ich halt Schreiner war, das war noch ein extra Plus, weil er halt eine Schreinerei hat auf seiner Farm, wo er die ganzen Bienenboxen baut. Ah, und deswegen war das quasi nochmal ein extra Plus. Und dadurch ist er an mich gekommen und hat mich dann angeschrieben daraufhin. Und der Arbeitgeber, der hat auch deutschen Hintergrund? Der ist Deutscher, genau. Und der wohnt schon, aber schon 32 Jahre oder so, wohnt er schon hier in Australien. Also ja. Der ist schon lange ausgewandert. Und da hast du dann eine Weile gearbeitet? Genau, da habe ich da über ein Jahr gearbeitet, muss ich sagen. Insgesamt? Insgesamt, ja. Genau, weil die Arbeit hat mir gefallen und ich war quasi in Melbourne am Arbeiten. Der hat die Möglichkeit gehabt, dass ich meinen Second Year da machen konnte, also die 88 Tage Farmarbeit machen konnte. Und wie gesagt, die Arbeit hat mir unheimlich Spaß gemacht. War abwechslungsreich, jeden Tag was anderes. War auch anstrengend, war ein sehr, sehr anstrengender Job, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich war lange da und hab sehr viel gelernt und habe danach so ein bisschen das Farmmanagement so ein bisschen mit übernommen oder halt was die Backpacker anbelangt. Da waren natürlich noch mehr Backpacker außer mir. Und ich habe danach so ein bisschen gemanagt, die zur Arbeit eingeteilt und was so zu machen war. Und habe auch da viele Freunde geschlossen, natürlich auf der Farm. Und einer ist immer noch hier, also in Melbourne jetzt gerade wieder. Und mit dem war ich jetzt letztes Wochenende wieder raus. Oder wir hatten hier bei mir eine Poolparty gehabt, genau. Klasse. Und war eine super Zeit. Für mich als Fazit ist, alle Leute, die alleine hier hinkommen, haben es einfacher.